So, heute Abend sind wir hier in Darmstadt beim Gerzer neuen Solo-Programm mit dem sehr, ich sag mal, politisch anmaßenden Namen Weggucke. Naja. Ja, ich weiß nicht. Wie sieht's aus? Erzähl uns mal was über das Programm. Ich erzähle jetzt nichts über das Programm. Du fragst mich was. Ja, was du wissen willst. Ja gut, also wie gesagt, ich denke, du hast ja wahrscheinlich bei dem... man braucht ja immer einen Rahmen für ein Programm. Also irgendwie muss da irgendwie so ein, vielleicht so eine Struktur haben und so. Und das, ich werde jetzt auch nicht jetzt zwei Stunden über das Weggucken ausschließlich sprechen. Das wäre auch springen in andere Sachen. Aber schon ein Bestandteil von meinem Programm, dass es darum geht, wo draußen weggeguckt wird, wo man vielleicht besser hingucken könnte oder wo man komischerweise auch gerne mal wegguckt und so, obwohl man eigentlich nicht weggucken dürfte und so. Also es sind verschiedene Variationen. Also ich springe aber wie immer in andere mögliche Themen rein. Also ich halte mich nicht an einer Sache fest. Ja, ich denke, das ist ja so, wenn man so deine Karriere betrachtet, selbst bei Flatsch, ihr habt ja schon immer relativ viele Themen gehabt, die auch heute noch aktuell sind. Wenn ich jetzt an Heile Gänzen denke und an Fukushima, da war der ja... Es sind sowieso immer dieselben Themen. Es dreht sich immer um das Gleiche eigentlich. Ja. Ja. Also. Was denkst du, wie geht Comedy mit ich sag mal, politischen Veränderungen um? Denkst du, dass Comedy ein guter Transporter ist, um an die Bevölkerung ranzukommen und da Sachen plakativ darzustellen? Ja, ich glaube manchmal irgendwie, zumindest hilft es dabei, sag mal, über Sachen, die man nicht ändern kann, vielleicht mal drüber zu lachen, wenn man sagt, es ist ja wie im Alltag, sag mal, wenn jetzt so ein kleiner Steppke bist und irgendwie ein Erwachsener, irgendwie, der jagt dich da irgendwie durch die Gegend und wenn du den irgendwie treffen kannst mit irgendwas komischem, mit einer blöden Beschimpfung oder irgendwas klein, oder kannst du einen auswischen, freust du dich ja auch so als kleiner Mensch vielleicht, dass dir was gibt. Obwohl du vielleicht im Großen nichts änderst bei dir und so. Es wird jetzt keiner rausgehen, wird sagen, ich habe das jetzt gehört. Ah super, ich verändere mich total, total. Das ist auch bei Songwritern, aber manchmal tröstet so ein Lied oder man fühlt sich zusammen wohl. Aber manchmal, aber so genauso extrem ticke ich jetzt auch nicht, weil ich möchte es nicht immer nur ständig bestätigen, dass Leute sowieso schon irgendwie im Korb haben oder so. Das finde ich beim Cabaret auch ein bisschen, ist mir oft zu einfach. Die sagen bestimmte Reizwörter und unten lachen dann 400 Leute und sind vielleicht genauso spießig, wie die, weil gerade ein Witz gemacht wurde. Also, es wird immer sich so darauf ausgeruht, dass die anderen böse sind. Ja, es gibt ja auch, wie gesagt, eine Menge Comedians, die sehr bewusst ganz tief in die Schublade greifen und Dinge halt immer so darstellen, dass halt viele Leute lachen, weil das halt gerade populär ist, ja, ohne da jetzt, ich sag mal, man macht manchmal ein Stadion voll und es ist trotzdem platt. Für meine Begriffe, ja. Aber es hat doch nicht jeder Lust da mal auf etwas kompliziertere Sachen oder es geht nicht jeder mit, wenn man ein bisschen anders denkt oder schräg irgendwie um die Ecke kommt, so nicht jedermanns Sache. Muss man vielleicht auch akzeptieren. Kann man sich natürlich jetzt stundenlang drüber aufregen, diesen Platz, machen ja manche Kollegen auch, die regen sich dann immer über Mario Barth stundenlang auf und so, aber die werden deswegen jetzt nicht zu irgendwelchen Volker Pispers-Leuten gehen oder zum Volker Pries oder so Urban Priol oder so. Das ist irgendwie, ich sage es so, zu pädagogisch manchmal ein bisschen. Gut, dann gehen wir noch eine Frage vom Programm weg. Du hast ja immer Musik gemacht und Filmmusik gemacht. Ich habe dich ja mit Olaf öfters mal gesehen mit den netten Rabenfedern. Steht da irgendwas an? Na gut, ich habe jetzt gerade meine Platte gemacht. Also diesen, das heißt gerade im September ist sie rausgekommen, diese Knebels. Da fragen natürlich viele Leute, gibt es ja jetzt eine Band? Aber das lohnt sich nicht. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht und man kann mir ja sehen auf YouTube, was sind gerade mal 2000 Klicks. Man braucht bei 2000 Klicks nicht losziehen in der Band mit Riesenaufwand, stundenlang proben. Und hat nachher wieder 30, 40 Leute in Clubs, das kann man gar nicht bezahlen. Also das irgendwie, da gibt es keine Band. Wird es keine Band geben, trotzdem bin ich froh, weil ich mit einem tollen Musiker gemacht habe, mit dem Niklas Kleber aus Wiesbaden, mit dem mache ich bestimmt weitere Projekte. Und jetzt als nächstes kommt erstmal dann im September eine Platte mit meinem Rapper-Kumpel Madness, also Marco, raus. Die soll im September rauskommen, Dirty Davis heißt das Projekt. Und da bin ich mal gespannt, wie Leute es aufnehmen. Dann gucken wir mal, was da passiert, wie da die Resonanz ist. Ja, also immer schön, also stilistisch immer am Springen, hast du ja auch mal ein Metal-Album gemacht. Ja genau, das ist alles. Da gab es ja auch keine Nachfrage. Wir haben auch die Tour einstellen müssen wegen keiner Nachfrage. Ja. Aber ich mache jetzt gerade noch ein neues Projekt, irgendwie so rein aus Spaß. Und da haben wir sogar einen ganz kleinen Auftritt demnächst mit zwei Damen. Und da geht es um Blues und Soul. Wir heißen Insolin, also wie Insulin, aber Insolin. Und da sind Percussion-Spielerin dabei und eine Sängerin, die kennt auch so jeder im Hessenraum hier, ist nämlich die Sängerin von Monotones. Ja, okay. Und die singt da quasi, ich spiele da Gitarre, ich bin da der Gitarrist. Mhm, also okay. Ich bin da jetzt nicht der große Sänger, sondern Gitarrist. Wie lange geht die Tour jetzt hier mit deinem Solo-Programm noch? Ja, die habe ich ja gerade jetzt angefangen. Seit März spiele ich das, ich denke, also bis 2018, Anfang 2019 werde ich spielen. Mhm.
dann werde ich bestimmt an einem neuen Programm arbeiten. Dann, also 2018 werde ich bestimmt an etwas Neues. Ich glaube, dass ich nächstes Mal wahrscheinlich ein Musikprogramm machen werde, das erste Mal. Was ganz viel mit Musik zu tun hat. Also gut, dann würde ich sagen, das Sommerprogramm angucken. Wir werden die Tourdaten mit online setzen, damit jeder weiß, wo er hingehen muss. Okay. Und wir bedanken uns bei dir. Gerne, vielen Dank euch, wie immer. Alles klar, bis dann, ciao.